Ja, hallo Leute und willkommen zu diesem kurzen Video. Ich mache mal kurz einen Erfahrungsbericht. Ich weiß auch nicht, was das für ein Kabel sein soll. Das ist das Kabel von der Day One Xbox, die ich mir damals geholt habe. Man sieht ja schon, es ist ein sehr starres Kabel. Ich mag das Kabel überhaupt nicht. Ich frage mich, für was dieses Kabel sein soll. Ist das ein 4K-Kabel oder was soll das sein? Oder soll das eine besonders geile, hochwertige Verarbeitung sein? Vielleicht ist es das ja, ich weiß es nur nicht. Das Problem ist nämlich von dem Kabel hier, das ist einfach so unflexibel. Das ist ja, wenn man kann das ja vergessen, wenn der Fernseher an der Wand ist, wie willst du das denn machen? Das so, da muss ja quasi direkt parallel davon, muss ja der Fernseher sein, weil mit Knicken ist da nicht viel. Wenn ich das bei mir an die Xbox dran mache und an den Fernseher, dann kriege ich da kein Bild. Ich muss allerdings auch dazu sagen, man sieht das hier. Ups, sieht das hier ja. Das ist ja wirklich nicht sehr viel Abstand zwischen der Xbox und dem Bildschirm. Da würde ja reichen. 50 cm würde schon reichen. Als Abstand. Da muss ich mir demnächst mal ein HDMI-Kabel holen. Doch mal, ich kriege ein Bild. So, die Verarbeitung ist ja ganz gut. Ich brauche es nicht. Ich weiß wirklich nicht, was das für ein Besonderes an diesem Kabel sein. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, was da Besonderes sein soll an diesem Kabel. Vielleicht kennt ihr das ja. Hier, das hier. Vielleicht kann ich das ja so. Vielleicht findet ihr das ja beim Google. Hier übrigens zwei diese Teile hier. Diese, keine Ahnung, was das sein soll. Das sieht man auch bei Controllern öfter. Diese, Verdickung hier. Nenn ich es mal. Das heißt beim, heißt das beim Xbox One Controller? Ich weiß das gar nicht. Ich kann es nicht so wirklich gebrauchen. Der Fernseher ist einfach nicht weit genug weg von dem Bildschirm. Ja gut, man würde sich, wenn der Bildschirm an der Wand hängt, würde man sich sowieso sonnen. Das gibt ja so eine, die sind so abgeknickt, diese Teile. Und dann wird das unten angeschlossen, damit man, wenn die Bildschirme an der Wand sind. Ich kann es nicht gebrauchen, das ist einfach der Abstand für zu. Außerdem müsste ich hier um die Ecke rum. Ich müsste, selbst wenn ich die Wii U nehmen würde, die ist ein bisschen weiter weg, da müsste ich immer noch so um die Ecke rumknicken. Wahrscheinlich sogar noch derbei hier um die Ecke, weil das wenig Abstand zur Wand. Ich kann nichts damit anfangen. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr aus Castrop-Rauxel kommt und könnt mit dem Kabel was anfangen, dann tauscht es gegen normales HDMI-Kabel. So. Ich bedanke mich mal und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.